Wie es spricht noch jemand vom Tatsächlichen, es spricht noch jemand von Zwecken und Funktionen, es spricht noch jemand von Sinn und Unsinn. Er kann auf dem Markt nicht mehr Fuß fassen, es sei denn, er ist in der Lage, seinen eigenen Markt zu schaffen. Dieses Zitat stammt von Ottel Eicher und das ist mittlerweile 20 Jahre alt. Ich bin Moya Hoge, ich bin Designerin und ich bin nicht in der Lage, meinen eigenen Markt zu schaffen und ich will ihn eigentlich auch gar nicht schaffen. Ich möchte Dinge gestalten, und weil mir das große Freude bereitet. Und somit habe ich begonnen, eine andere Strategie zu verfolgen. Die nennt sich Open Design und das stellt für mich einen Gegenentwurf zu marktorientierten Gestalten dar. Der zweite Punkt, den ich erklären werde, ist dann diesen Entwurf. Und das Resultat ist dann der Hocker, der ein aktives Sitzen zulässt. Und zu Open Design ist zu sagen, dass es sich dabei um eine Strategie handelt, die jetzt nicht von mir stammt, sondern ein Vorreiter davon ist einer in Berlin lebende Designer, der heißt Ronan Kadusin. Und da geht es dabei, dass man Open Source Dateien aus dem Internet runterladen kann, ganz simple Pläne, und dass man sich das dann selbst nachbauen kann. Er macht es in dem Fall mit Lasercut-Teilen, die man sich dann rauslesen lässt und dann selber zusammenbiegt. Ich bin halt noch einen Schritt weiter gegangen und habe mir gedacht, das muss radikal so passieren. Das ist etwas, das einfach mit jeder Ressource gearbeitet werden kann, auch ohne Strom auf der ganzen Welt, ohne irgendwelche komplizierten technischen Gerätschaften oder so. Die Idee zum Entwurf ist eigentlich darin entstanden, dass ich ein aktives Sitzmöbel entwickeln wollte, was nicht viel Geld kostet. Also mitdreht, ist normalerweise sehr teuer. Und dann war die Frage für mich, welcher Hintern sitzt dann auf diesem Hocker? Ja? Und in welcher Welt lebt dieser Hintern? Und das war halt natürlich dann die Frage, die weiterläuft, ist, in welcher Welt lebt dieser Hintern, der den produziert? Ja? Und wie geht es dem dort? Was ist seine Welt? Wie ist seine Gesellschaft? Und sollten die nicht beide Hinterteile in derselben Welt leben? Oder vielleicht sogar identisch sein? Ja? Und somit entstand die Idee, dieser Hocker zu bauen mit einer Säge, mit einer Schere und mit einer Nähmaschine. Das kann man alles auch ohne Strom, funktioniert auch. Man braucht Streben, textile Flächen und ein Seil. Das ganze Konstrukt basiert eigentlich auf einer Konstruktion aus der Architektur. Das ist die kleinste Konstruktion, der Konstruktion Tensegrity oder Tragkonstruktion Tensegrity. Diese Konstruktion besteht aus Druck und Zug, also Druckstäben und Zugseilen. Ich habe die Seile ersetzt durch textile Flächen. Die Stäbe werden dann in diesen Sack eingeschoben, also sind Tunnels aufgenäht. Und unten verläuft das Seil im Saum und dann werden Streben eingehackelt. Dadurch, dass man dann oben auf dieser Fläche sitzt, ist es so, dass nicht der Druck und der Zug sich regelmäßig verteilt, sondern man verlagert natürlich das Gewicht und dadurch fängt er sich an zu bewegen und zu drehen. Und es entsteht dann wirklich dieser Effekt, dass man eben gesund sitzt, ja, oder dass halt ständig die Wirbelsäule in Bewegung ist. Genau. Ja, und man kann es halt, ja, das war ein Beispiel für die unterschiedlichsten Materialien. Der Hocker heißt 3X, der heißt halt, ist mir nichts, was ist eingefallen. Und es ist halt ein Hocker, der halt unabhängig, die Idee ist einfach, was etwas entstanden ist, einfach unabhängig vom Markt passiert. Ja. Sondern wirklich für den Menschen ein gesundes Objekt zu machen, das überall möglich ist, herzustellen. Und wenn man es nicht selber kann, dann kann man den Plan nehmen und zum nächsten gelegenen Handwerksbetrieb bringen, zur Schneiderin oder zum Tischler. Die können das dann produzieren und somit profitieren auch kleine, lokale Handwerksbetriebe davon. Genau. Zusammenstellen kann man auch, aber stapeln nicht. Aber man kann ihn zerlegen und mitnehmen, und das ist ganz leicht. Und sehr belastbar. Also ein Mann ist draufgesetzt und hat 120 Kilo gehabt, aber ich glaube, er hat gelogen.
war für mich einfach eine tolle Erfahrung, weil ich habe versucht, echt konsequent darüber zu fahren und zu sagen, nein, ich möchte etwas machen, was man wirklich überall machen kann. Ich möchte mich nicht am Markt orientieren, ich möchte wirklich diese Idee, die ich da habe, komplett durchziehen. Und jeder hat zu mir gesagt, das funktioniert nicht, und es hat funktioniert. Und da stelle ich mir eigentlich die Frage, warum dann Dinge nach einem, nicht mehr nach dieser Funktion, die Form volles Function fehlt werden, sondern nämlich nach dem. Und man sieht das Dingen an, die nur aufgrund dessen geformt werden. Oder man sieht die Form an. Und man hat als Designer die Möglichkeit, entweder das zu machen, aber dann nimmt man sich einfach irrsinnig viel Freiheit weg. Oder man versucht frei zu agieren und versucht jedem seine Gestaltungsideen zugänglich zu machen und sie konsequent durchzuziehen. Und das kann eben Open Design. Und ja, und ich bin immer sehr offen für Leute, die irgendwie mit mir gemeinsam vielleicht eine Plattform gründen wollen oder sich austauschen wollen darüber oder wie auch immer. Bitte kontaktieren Sie mich einfach.